willkommen zu diesem neuen Video. Es ist tatsächlich soweit. Raffi ist noch immer dabei und muss die Tür hier fertig machen. Und wir fangen jetzt an, das Bett einzubauen. Und ich zeige euch mal, was die Idee ist. Das hier ist jetzt die Konstruktion, wo später die Matratze drauf kommt. Wir haben das Ganze bei Obi schon mal vorher zusägen lassen, um uns ein bisschen Arbeit und Zeit zu sparen. Das hier wird genauso in das Auto eingebaut. Wir haben jetzt hier, darauf werden wir schlafen. Und die Idee ist, hier Scharniere einzubauen. So, dass wenn wir wollen, können wir uns so in dem Innenraum hinsetzen. Dazu kommt hier nochmal ein Scharnier hin mit einer Latte, die nach hinten einmal durchgeht, so dass die Platte nicht mehr nach hinten durchfallen kann. Damit wir das überhaupt so machen können, ne, überleg jetzt mal, hätten wir nur hier ein Scharnier, würde das dann nach unten durchklappen. Deshalb haben wir auch direkt mehrere Latten eingekauft und werden jetzt erstmal eine Konstruktion hierfür vorbereiten und fünf Füße darunter bauen. Das bedeutet, wir haben auf den Ecken einen Fuß, hier einen Fuß, in der Mitte ein und darauf eine Ecke. Und das ist das, was wir jetzt als nächstes machen werden. So sieht das schon eigentlich vernünftig aus. Wir müssen jetzt nur die genauen Maße nehmen. Das bedeutet, wir müssten die hier bis nach vorne ein bisschen rüberschauen lassen, die hier. Die fetten? Ja. Nur die beiden, damit wir da vorne einen Stopper haben. Das funktioniert, das wird. Ein gutes Gefühl dabei. Ja. Das wird jetzt die Unterkonstruktion. So, jetzt haben wir die Latten in der Länge zugeschnitten und die schauen jetzt, also die beiden mittleren hier beim Bett, die sind 1 cm länger als die ganz äußere, damit wir hier gleich diese Metallteile befestigen können, damit das Bett nicht rausrutscht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssten wir befestigen das erstmal mit Schrauben und dann bauen wir hier einzeln welche drauf. So, das ist fest. Boah, ist der Boden heiß, Alter. Okay, Raffi, jetzt müssen wir das hier zusägen. Aus. Ja, das ist Absicht, ne? Das Handmade, das gehört so. Das soll überstehen und wird am Ende richtig viel Sinn machen. Ich muss irgendwie überlegen, wie wir hier jetzt reinschrauben. Naja, ich habe halt so reingeschraubt, aber jetzt kann ich ja von da nicht mehr nach da rüber schrauben. Verstehst du? Das ist so ein kleiner Logikfehler hier drin. Ich habe Winkel da, wir können es mit Winkel befestigen, das wird auch halten. Wir nehmen Winkel, oder? Ja, wir nehmen Winkel. Ja, wir nehmen Winkel. Ja. Direkt eine 10er-Packung Winkel gekauft, weil die Dinger, die werden wir später überall sehen im Auto. Unterm Sitz, im Tankdeckel, kommen überall rein. Ja, ist doch top, das passt alles. Da sind die Füße. Ja, das ist halt so, dass... Als Couch ist eigentlich viel zu hoch. Ja. Aber egal, aber du kannst ja trotzdem drunter sitzen. Weil wir brauchen eine Steuerung unterm Auto und wir können es ja immer noch verkleinern. Also auf dieser Seite ist unser Regalspieler drauf. Und wir bohren jetzt einmal die Löcher hier vor und befestigen das Ganze, um mal zu gucken, wie stabil wir hier werden. Das ist insgesamt ist die Konstruktion noch nicht so richtig stabil und ich sehe uns auch tatsächlich gleich nochmal bei Obi, dass wir uns da ein paar Sachen zusehen lassen und das Finale mit dem Akkubohrer bei Obi auf dem Parkplatz fertig machen. Wenn wir nach da rausschauen wollen, können wir es. Scheiße. Verdammt. Ja, das ist kein Problem. Funktioniert das. Sehen wir zu. Das sehen wir zu, das ist kein Problem. Das sind okay. Ja, 2 cm. Geht's denn andersrum, wenn wir in den Innenraum reinschauen wollen? Funktioniert. Das wird auch nicht funktionieren, was da. Oh. Das wird nach oben hin schräg, das Auto. Geht nicht, kratzt jetzt schon. Leider ist uns das Material ausgegangen, weil wir gemerkt haben, dass das Bett tatsächlich, so wie wir es gebaut haben, viel zu unstabil geworden ist. Wir müssen es deutlich massiver bauen und deshalb waren wir jetzt bei Obi, haben uns mal Material zusägen lassen auf Maß und sollten tatsächlich mit Glück eigentlich heute fertig werden mit dem Ganzen. Ohne Glück werden wir heute noch fertig. Hier muss noch was drunter, wir bauen hier nochmal Querstreben, weil das ganze Bett zu wackelig ist. Und wir haben auch festgestellt, dass diese Konstruktion mit dem Klappbett nicht funktioniert, weil wir das Bett
deutlich höher bauen, um mehr Surf-Zubehör unter dem Bett aufbewahren zu können. Und sobald wir hier versuchen, das Bett hochzuklappen, sind wir zuvor gegen die Seitenwand gekommen. Deshalb haben wir die ganze Seite jetzt hier weggeschnitten und werden dann in einem nächsten Schritt, beim nächsten Mal, hier nochmal ein cooles Regal, irgendwie so einen kleinen Nachtschrank oder sowas bauen, eine kleine Beleuchtung hier anbringen und das Ganze nochmal deutlich gemütlicher machen. So, das ist richtig fest. So, jetzt ist es doch richtig massiv. Guck mal, da bewegt sich gar nichts mehr. Jetzt in der 1.0 Version fertig. 1.0 bedeutet, wir sind nicht zu 100% fertig geworden, aber es reicht vollkommen aus, um jetzt am nächsten Wochenende nach Pöhl zum Kitesurfen zu fahren. Ich zeige euch mal den aktuellen Stand und dann wird das Ganze über die nächsten Videos ein bisschen reifen. Wir haben jetzt eine Matratze, die hatte ich schon bei meinem Vito gehabt. Die wird auch noch mal zugeschnitten, weil die noch nicht perfekt passt, aber die ist richtig cool. Ihr seht, das ist so ein Würfel und ihr könnt das Ganze so ausklappen. Das haftet auch schon ganz gut. So, definitiv haben wir unser Ziel, unser erstes Ziel erreicht. Wir können hier im Auto schlafen. Jetzt zu unserer Konstruktion, die ja wirklich viel Zeit in Anspruch genommen hat, haben wir hier drunter so einen Schieberegler, so ein Scharnier. Und jetzt kommt es, wenn ich in diese Richtung aus dem Auto rausschauen möchte, haben wir hier diese Holzlatten. Diese Holzlatten, damit die hier nicht am Rumfliegen sind beim Fahren, haben wir ihn mit solchen Gummibändern hier festgemacht. Ihr könnt ihr hoffentlich erkennen, an beiden Seiten. Ich muss jetzt einmal, wenn ich mich so hinsetzen möchte und das Leben genießen will, einmal das nach vorne klappen. Hier genauso. Wir haben auch festgestellt, dass die Gummibänder ein bisschen zu stramm sind. Das werden wir nochmal ändern. Jetzt nehme ich diese geilen Latten hier, die mit einem Scharnier verbunden sind. Ich kann die hier einrasten und kann jetzt so auf dem Bett halb liegend sitzen und nach hinten rausschauen. Das Ganze funktioniert auch dadurch, dass wir hier ein Scharnier unten verbaut haben, auch in die andere Richtung, dass wir in den Innenraum reinschauen können und auch so das Leben genießen können. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal von außen. Was jetzt noch eine Herausforderung ist, tatsächlich hier nach hinten auf das Bett raufzukommen, dann müssen wir uns noch eine kleine niedliche Leiter überlegen, aber ich kann mich hier an der Karosserie festhalten und schaut mal, so kann ich mich fest zurücklehnen und aufs Wasser schauen. Damit hätten wir so das erste extra hier in dem Bett verbaut. Wie gesagt, das ist jetzt die Variante 1.0. Das Auto ist jetzt nicht so durchgeplant, dass wir von vornherein gesagt haben, wir machen jetzt erstmal den Boden, wir machen jetzt erstmal hier eine schöne Verkleidung, sondern wir wollen definitiv diesen Sommer nicht im Auto verbringen und dran basteln, sondern wir wollen halt jedes Wochenende den Wind mitnehmen und Kitesurfen gehen. Deshalb ist das die Variante 1.0. Wir werden noch damit weitermachen. Hier an der Seite kommt noch ein Nachtschrank hin und hier werden wir nochmal eine richtige Konstruktion machen mit Schränken, wo wir dann unsere Klamotten drin aufbewahren können, wenn wir dann demnächst mal wieder Zeit dazu haben. Also, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und euch dazu motiviert, euren Bus ebenfalls auszubauen. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und bis demnächst.